Hallo, sonnige Liebesgrüße von Sardinien, sehr windig hier in der stürmischen Nacht, wo das himmlische Wehkind sehr doll wehte, habe ich Wasser einschreibt. Verantwortung ist eine Form der Schuldübertragung. Also eine schuldige, tragische Last. Das so heißte Deutschland, ein in nationalen Grenzen nach rechtem Gerichte regierter Landesteil von aller Land, vom Land, das allen ist, also vom Allland, ist von sorgenden Geistern besetzt. Kreaturen, welche fürsorglich vorsorgend, besorgt versorgen. Was solche dann voller Sorgen macht. In einem Buch von einem Pastor, welcher das Neue Testament neu schreibt hat, neu formuliert hat, da heißt es, dass Jesus das so formuliert hat, also Jesus das einfleischte Wort, das einfleischte Gott, dass Sorge das ist, was den Menschen in alle Übelkeit bringt. Wo Sorgen sind, ist Liebe in Not. Kapitalismus funktioniert in Not. Notenschein, Not im Schein, funktioniert nach Zahlen in Noten. Je mehr Notendruck den Menschen funktionieren macht, in desto mehr Sorgen ist Mensch versetzt. Dann, was Hermann Hesse schreibt, die Neurosen in Anführungszeichen, Neurosen, neue Rosen also in Psychen. Die Neurosen können ja Krankheiten sein und sind es meistens. Die heutige Dichterneurose, Denkerneurose, aber kann ja am Ende auch eine Gesundheit sein, ein Heil sein, ist ein Heil, nämlich das einzige mögliche Reagieren, das einzig mögliche Aktionieren beseelter Naturen auf eine Zeit, die nur Geld und Zahl und keine Seele kennt. Weiter in Hermann Hesses Worten, manchmal ein bisschen umformuliert in Thilos logischen Analysen, Wissen. Wenn schon unser Volk die unausrottbare Neigung hat, statt der wirklichen Dichter lieber Schund zu lesen und seine starken Geister zu verachten und hungern zu lassen, so finde ich es dann doch wieder rührend, dass dasselbe Volk dann, wenn der verhungerte Autor 100 Jahre tot ist, für seine Wiederausgrabung keine Mühe und Kosten scheut. Nur weil der Beschäftigte und Honorierte diesmal kein lästiger Dichter, Denker ist, sondern ein gelehrter Beamter und Geheimrat. Immer diese Geheimnisse, welche das Heim so verheimen. Wenn wir Künstler oder Denker etwas sagen, so setzen wir stillschweigend voraus, dass unsere Hörer unseresgleichen seien, dass sie das seien, was ich Menschen nenne, während die Welt das schon Genies nennt. Es geht nicht gut an, offen auszusprechen, dass die große Mehrzahl der Menschen keine sind, auch die große Mehrzahl der Künstler keine Künstler. Nämlich, dass hinter der Kunst ein wirklicher Mensch stehe, setze ich eben voraus. Noch eine Analyse, wo Thilo
einfühlt, was Thilo macht, was ich mache. Ich kristallisiere, das Deutsche kristallisiert. Im Deutschen ist das Verrückte. Nochmal neu formuliert, im Deutschen ist im Worte deutlich kristallisiert, wo Mensch im Gott verrückt ist. Im Wissen, dass Gott das Wort ist. Ich analysiere das im Logischen deutlich. Schönen Dank allen offenen Horchern, allen offenen Hörern. Danke, Heil aller Armen. Mulisalaitai Yawasha.